Der Kö bleibt trotzdem noch eine Weile eine der größten Baustellen in der Stadt. Ende des Jahres 2013 wird der zentrale Verkehrsknotenpunkt wieder in Betrieb gehen. Ein Mammutprojekt, das nur in enger Zusammenarbeit der Projektpartner Stadt und Stadtwerke funktioniert. Der Vorteil ist, dass wir uns gemeinsam abstimmen können. Die Stadtwerke sind abhängig vom Tiefbauamt mit Verkehrsumlegungen und so weiter. Umgekehrt ist das Tiefbauamt auch von den Stadtwerken abhängig, damit das Haltestellendreieck hier ohne ÖPNV ist während der Umbaumaßnahme. Und das ganze Projekt ist so komplex im Herzen der Innenstadt, dass es nur gemeinsam funktioniert. Absprachen, Logistik und Terminplanungen unter Hochdruck laufen derzeit auch die Restarbeiten für die große Verkehrsumstellung in wenigen Tagen. Oft sind es knifflige Details, die es gemeinsam zu lösen gilt. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr eng. Wir arbeiten auch zusammen in einem Büro. Wir haben ein Projektbüro hier bezogen seit April letzten Jahres. Und nur so ist diese Maßnahme auch zu bewerkstelligen, dass wir eben kurze Wege haben, enge Absprachen und das immer unbürokratisch erledigen können. Auch das neue Kundenzentrum im Haltestellendreieck wird nun sichtbar. Bis Ende des Jahres wird dann der Rohbau fertig sein. Aktuelle Infos zu allen Projekten gibt es in der Infobox am KÖ oder unter www.projekt-augsburg-city.de. Wir informieren Sie, denn Zukunft kann keiner allein.